Hallo allerseits. Jetzt sind es auch genau 50 Tage zum Solheim Cup. Und wie man sehen kann, werden die ein oder andere Tribünen und Zelte schon aufgebaut. Natürlich in europäischen blauen Farben. Man sieht sehr viele Greenkeeper, die hier rumfahren und den Platz schon mal vorbereiten. Und er ist bislang auch in sehr gutem Zustand. Ich durfte die letzten 2 Tage spielen und ich denke, die Spieler werden hier schon einen super Platz haben im September. Wir hoffen natürlich, dass extrem viele Zuschauer aus USA als auch Europa kommen oder ganz Europa besser gesagt und ihre Teams lautstark anfeuern werden. Bei den Amerikanern kennen wir die locker und lässige Art. Sie werden wohl etwas lauter sein. Bei den Europäern lassen wir uns überraschen, aber man hat ja gesehen in den letzten paar Ryder Cup Jahren, dass die europäische Unterstützung auch echt geholfen hat und vielleicht auch zu dem einen oder anderen Sieg geführt hat von den Mannschaften. Heute ist ein wunderschöner Tag. Wir hoffen natürlich, dass wir im September dieses Art Florida-Wetter auch hier bekommen. Und dann bin ich mir sicher, dass es eine tolle Woche wird, sehr ereignisreich. Und ich denke, sowas hat es vorher im Golfsport hier in Deutschland noch nie gegeben. Und deswegen freue ich mich riesig drauf und auch euch dann dort begrüßen zu dürfen.